Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und hatte zwei kleine Päckchen vor meiner Tür liegen. Und wenn ihr wissen möchtet, was sich darin befindet, dann bleibt bitte dran. So, ihr Lieben, ja, und zwar habe ich bei zwei verschiedenen Händlern bestellt. Einmal habe ich bei Busi Shop bestellt und auch bei Pink Panda. Bei Pink Panda hatte ich eine Serie gesehen, die mich total angemacht hat. Und ich zeige sie euch gleich auch. Und zwar handelt es sich um diesen jungen Mann hier. Den Grinch. Und ja, ich wollte mir nicht den kompletten Adventskalender kaufen, aber ich fand diese Palette cool. Und ich fand diese Palette cool. Schaut mal, die ist pelzig. Und da muss ich jetzt mal direkt mit euch reingucken. Na, er ist flauschig. Na, jetzt geht doch auf. Oh. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist einfach ganz weiches Teddyfell. Revolution, The Grinch. Hupsa, da fliegt schon das Inlay. Da steht drauf: Resting Grinch Face. Und so sehen die Farben aus. Also. Ich finde ihn süß, also muss ich wirklich sagen. Ja, ist von Revolution, wird jetzt nicht die Überqualität sein, aber sorry, ich musste zugreifen. Die fand ich einfach zu schön. Resting Grinch. Naughty List, Mr. Grinch. Okay, ich liebe es. Die fand ich jedenfalls toll. Und wenn ich schon die eine kleine bestelle, dann bestelle ich mir auch die große. Ich kaufe bei Revolution eigentlich nur solche, ja, so Fanprodukte. Ich habe mir von Game of Thrones einiges geholt. Ich habe mir, ja, Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Coraline, also die ganzen Klassiker hier. Ach, guckt mal, wie niedlich. Oh Gott. Ach, der ist nur so drauf und dann kann man den aber so auf. Das fällt jetzt bestimmt raus. Moment. Ich nehme erstmal das Inlay raus. Da steht drauf: I'm not mad. It's just how my face looks. Ich bin nicht verrückt. Mein Gesicht sieht nur so aus. Oh, ich liebe es. Und das sind die Farben, ja. Also ich spreche mich ja sowieso an. Aber ach, guck mal, wie niedlich. Ach ja, ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen, aber sie ist süß. Ich mag den Grinch. Ich bin nicht verrückt. Ach ja, sehr süß, sehr süß. Und ja, dann bin ich auch noch mal so durch die Paletten gegangen, die mir noch so fehlten. Und da war zum Beispiel dieses Schätzchen hier. Das wollte ich schon ganz lange bestellen. Und das war mir aber immer zu teuer, weil ich dachte immer so, nee, für so eine Vierer-Palette gebe ich nicht so viel Geld aus. Und zwar handelt es sich hier um dieses Schätzchen von Revolution Pro, die Ultimate Eye Look Palette. Und die hat hier oben drauf so dieses Steinchen, was mich ja schon total anmacht. Und von innen sieht sie so aus. Genau mein Ding. Ah, sieht man, da steht da meine Schneiderpuppe im Hintergrund. Okay. Die fand ich jedenfalls hübsch und das ist auch ein richtig schöner Augenlook. Den werde ich auf jeden Fall mal schminken. Das ist toll. Und dieses Packaging, sorry. Sorry, not sorry. Ja. Aber dann gab es dann noch eine kleine Palette. Und zwar von NYX.
oder nix, wie auch immer. Und zwar diese hier. Die habe ich gesehen und dachte, ach, das sind ja auch hübsche Grüntöne. Ich muss echt mal meine grünen Paletten abfilmen. Ich habe viele grüne Paletten. Und die finde ich jedenfalls total... Warte, die ist zugeschweißt. Okay. Und die sieht so aus. Der finde ich auch, finde ich zuckersüß. Super schöne Farben. Und ich habe von NYX, glaube ich, NYX. Man verzeihe mir diesen schlechten Witz. Boah, das reimt sich schon wieder. Okay, ja. Musste ich haben. Kostet irgendwie 4 Euro oder was? Musste ich nehmen. Fand ich gut. Und weil ich dann über 39 Euro gekommen bin, gab es auch noch diese Wundertüte. Diese Pink Panda Bag. Die Halloween Mystery Bag. Geschenkt. Ja. Dann schauen wir da doch auch mal rein, ne? Also ich hatte mal eine, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Als erstes finde ich hier einen kleinen Nagellack, der irgendwie ein ganz schlechtes Packaging hat, aber die Farbe ist ganz süß. Es ist so ein Kürbis, ja, Kürbisfarben, finde ich gut. Dann ist hier drin ein Sponge von Mayani, Burgundi Glamour. Ja, ne? Kann man immer brauchen. Dann ist noch hier drin, hä? Ach, der ist so kaputt. Guck mal, das gehört eigentlich hier drauf. Das ist ja mal auch hier ein, naja. Okay, wird sehr pfleglich mit den Sachen umgegangen anscheinend. Dann habe ich hier von Mayani einen Petit Highlighter in so einem Goldton. Den finde ich auch ganz hübsch. Dann ist hier drin ein Zettel, ein Bronzeticket. Hey, Make-up lover, the time you got a mystery bag worth 35 Euro, but you can try your luck next month, because the contents of the mystery bag will be completely different. Okay, also ich habe hier eine Tüte, die ist vom Wert der 35 Euro. Ja, da muss aber hier noch ein Kracher rein. Naja, und ich kann das nächsten Monat wieder neu mein Glück versuchen, weil sich der Inhalt der Mystery Bag jedes Mal komplett ändert. Okay, naja, gut. Keine Ahnung. Jedenfalls ist hier noch ein kleines Büchschen drin, die sehr, sehr schön aussieht. Seine kleine Lidschattenpalette. Oh, die ist schön. Auch von Mayani Pumpkin Ice. Da schauen wir doch mal. Also der Wert ist nicht 35 Euro. So. Ein kaputter Nagellack, ein Sponge, ein einzelner Highlighter und alles von der Eigenmarke. Hm. Nö, also. Aber die ist ganz, ach, die ist ganz süß. Guck mal, die ist süß. Auch immer dieses Holographische, gefällt mir gut. Jo. Ist hier. Ach, das ist niedlich, guck mal. Ja. Fühlt sich auf jeden Fall hochwertiger an als die Tamtam-Palette. Ich messe jetzt immer in Tamtams. Was für ein Scheiß. Okay. Aber das war sozusagen die kleine Bestellung. Dann hatte ich mich auf eine Warteliste setzen lassen, und zwar bei Busyshop. Bei Busyshop, das ist ein holländischer Versandhandel für Make-up-Produkte. Ich packe mal eben den Grinch ein, damit der hier nicht irgendwie flöten geht. Gott, das ist so süß. Hatte ich mich auf die Warteliste setzen lassen, und zwar auch wieder für eine grüne Palette. Also für eine Palette, wo es viel Grün drin gab. Das ist echt hier Kacke. Und zwar habe ich mir die Glamlight Mikaela Part 2
in groß und auch in klein bestellt. Das fühlt sich nicht gut an. Warum raschelt das so? Ich muss mal eben hier reingucken. Hört ihr das? Oh. Okay. Ach nee, Gott sei Dank. Atmen, Claudi, atmen. Da ist hier dieses Zeug drin. Ich wusste das nicht. Das macht mich ja völlig fertig. Also, das ist gefüllt mit so kleinen Goldsprenkeln. Ich habe mich so erschrocken. Okay. Wenn ich sie aufmache, also es gab sie bei Purish, es war jedes Mal ausverkauft. Aber ich wollte unbedingt diese Farben haben. Ich nehme mal hier das. Schaut mal, wie hübsch. Die musste ich unbedingt haben. Die sieht so, so edel aus und fein. Die musste ich mir holen. Ich habe jetzt was über 40 Euro dafür bezahlt. Hier. Und dann gab es noch hier die kleine. Die kostete 20 Euro. Und die fand ich auch so schön. Die raschelt nicht. Die ist nur einfach wie so ein Samt. Das mag ich eigentlich nicht, aber ah, das sind etwas andere Pfännchen. Die sieht so aus. Ach, ist die hübsch. Ja, die musste ich haben. Sie ist grün. Was soll ich sagen? Also für mich ist das eine grüne Palette, auch wenn da nur vielleicht die Hälfte grün ist. Aber für mich ist das. Ja. Und damit ich auf den Mindestbestellwert komme, dass das kostenlos versendet wurde, habe ich mir auch noch ein Päckchen Augenpinsel bestellt. Ich packe mal eben ein, dass hier nichts kaputt geht. So. Dann habe ich mir diese Augenpinsel hier bestellt. Und zwar sind die von Morphe. Die waren auch total reduziert. Und das sind alles Augenpinselchen. Sweet Oasis Six Piece Eyebrush Set. Genau, die sehen so aus. Kann ich immer brauchen. Ist auf jeden Fall super. Und bei Busy Shop kann man sich immer ein Geschenk aussuchen. Und da habe ich mir auch einen Pinsel ausgesucht. Finde ich auch ganz süß. Schaut mal hier. So ein Organza-Säckchen mit Busy Shop drauf. Hier, das ist der Pinsel. Der Ultimate Pro. Auch von der Eigenmarke von Busy Shop. Und den fand ich auch ganz süß. Guck mal. Der ist doch schön. Schöner Smudger-Pinsel. Ja, wunderbar. Den gab es einmal dazu geschenkt. Und ich finde allein schon, das ist hier wie so ein Zauberstab verpackt. Das finde ich schon klasse. Ja, so, das war mein kleiner Haul für heute. Jo, ich freue mich jedenfalls total, dass ich jetzt endlich nach, ja, ich weiß nicht, wann ist die auf den Markt gekommen. Jedenfalls habe ich die ganze Zeit gewartet, gewartet, gewartet. Schaut mal, die ist einfach nur schön hier. Edel und Glamlight. Ich mag Glamlight-Produkte sehr, sehr gerne. Ich freue mich jedenfalls total, dass ich die bekommen habe. Ah, oh, nee, einen Teil muss ich euch noch zeigen. Ich habe noch was bestellt. Jetzt wird's teuer. Und zwar habe ich mir noch was bestellt. Stimmt, das wollte ich euch auch noch schnell zeigen. Das habe ich bei, ich glaube, bei Zalando bestellt. Und zwar dieses Schätzchen hier. Scott Barnes, eine Artistry Collection, Atelier Collection. Die habe ich mir noch geholt. Und die ist so hochwertig. Das ist wirklich der absolute Hammer. Und ich habe diese Farben nämlich gesehen bei einer Werbung. Schrecklich. Und ich war total verliebt. Schaut euch diese Farben an. Wunderschön. Also jetzt sieht man das gar nicht so richtig, aber die ist einfach nur komplett mauvig und trotzdem mit Glitzer. Ich liebe das. Ich liebe dieses Packet, diese Quatsch.
Ich liebe diese Farbzusammenstellung und Scott Barnes habe ich mir bis jetzt nie gegönnt. Und da war ich auch, da habe ich irgendwie 50% bekommen und deswegen habe ich mir sie gekauft. Wenn ich es noch finde, wo ich die bestellt habe, dann setze ich euch die ganzen Sachen in die Infobox oder beziehungsweise in die Videobeschreibung, genau. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleibt oder werdet ganz schnell wieder gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, wir sehen uns die nächsten Tage eigentlich jeden Tag mit einem kurzen Video, weil ich einige Adventkalender habe aufkommen lassen. Und also es ist einmal der von Pinkbox, der von Glossybox, der Love-Kalender. Und ich glaube noch einen, aber da weiß ich jetzt gerade nicht. Egal, jedenfalls kommen die jetzt so verteilt und Donnerstag gibt es ja wieder Palettenparty mit der lieben Lola. Da haben wir diesmal das Thema Disney. Sie wird die Dumbo-Palette benutzen und ich werde die Dschungelbuch-Palette benutzen. Und ja, wenn euch das interessiert und ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommen möchtet, dann abonniert doch sehr, sehr gerne den Kanal. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen und ihr bekommt eben immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. Ihr Lieben, ich wünsche einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.